Viele Dörfer im Norden drohen auszusterben. Auch hier in Mecklenburg-Vorpommern. Doch jetzt tut sich was. Pommern! Löcknitz! Pommern! Löcknitz! In Löcknitz, einer kleinen Gemeinde mitten auf dem Land, haben die Vereine keine Nachwuchssorgen mehr. Und die neu gebaute Kita platzt aus allen Nähten. Wir haben Probleme, die andere gerne hätten, sage ich immer. Der Grund? Familien wie die von Rafael und Marta Maluida. Sie kommen aus Polen. In kleineren Städten man kann ruhiger leben. Polen ziehen nach Deutschland. Kann das gut gehen? Man muss damit leben. Ne? Wenn der Fuchs im Hühnerstall wohnt, da klaut er nichts. Immobilienmaklerin Agnieszka Horn ist auf dem Weg zu einer Hausbesichtigung. Seit 7 Jahren verkauft die gebürtige Polin Häuser rund um Löcknitz. Dieses Haus will sie heute anbieten. 11.000 Quadratmeter Grundstück, 69.000 Euro. Mir również. Super, że się panu udało dzisiaj przyjechać. Der Interessent kommt aus Polen. Czesław Gocinski wohnt in Stettin und sucht ein Haus auf dem Land. Er hofft, sein Glück auf der deutschen Seite der Grenze zu finden. Erfahrung mit dem Landleben hat er noch nicht. Dlatego mamy takie wspaniałe wiejskie zamki. Der Kunde fragt gerade, warum wir so einen schönen Dorfgeruch hier haben. Weil gerade nämlich die Bauern dann hier die Äcker gedünnt haben, haben wir ja diesen so typischen Dorfgeruch. Aber das sind 3 Tage, także to będą 3 dni jak. 3 Tage und dann sei der Geruch nach Gülle wieder vorbei, sagt Agnieszka Horn. Das Haus ist fast 120 Jahre alt. Es hat 3 Zimmer plus Dachboden und 100 Quadratmeter Wohnfläche. Jahrzehntelang ist hier nichts gemacht worden. So wie dieses sehen viele Häuser in der Region aus. Der polnische Interessent braucht Fantasie. Das weiß Maklerin Agnieszka Horn. Hier waren früher Türen gewesen. Hier spürt man das, hier an der Wand sieht man das, dass hier früher Türen waren, die wurden einfach zugemauert. Also von der Küche aus, direkt ins Schlafzimmer, ist total doof eigentlich. Und eigentlich sagen wir so, in die Küche kann man keine richtige Einbauküche auch hinstellen. Man kann eigentlich sagen, diese alten Türen wieder hier einbauen und hier dazu mauern. Da kann man nämlich richtig schöne große Einbauküche einsetzen. Und so hat man ein bisschen mehr von der Küche und am Schlafzimmer ändert sich eigentlich nichts. Noch vor ein paar Jahren hätte so ein Haus vielleicht jahrelang leer gestanden. Doch jetzt ist das anders. Vor allem dank polnischer Interessenten. Gibt es viele Häuser, die noch eigentlich viel schlechteren Zustand waren als dieses Objekt. Und die wurden von Leuten durch die Familien auch erneuert, sodass sie hinterher nicht mehr zu erkennen waren. Die wurden nicht abgerissen, da wurden eigentlich komplettes, eigentlich das Mauerwerk freigelassen und alles komplett eigentlich so neu dann aufgebaut von innen und außen. Doch dazu muss man Lust haben. Es muss nicht unbedingt dieses Haus sein. Es ist wirklich alt und schwierig zu renovieren. Vielleicht lieber ein anderes Haus von Horn Immobilien. Dziękuję panu bardzo. I do zobaczenia. Będziemy w kontakcie. Tak jest, oczywiście. Telefon, maila mamy. Für jeden Haus finden Sie den passenden Käufer. Wir sind einfach nur nicht imstande zu sagen, wann. Manchmal kommt der Käufer innerhalb von 2-3 Wochen, manchmal müssen wir nach dem halben Jahr suchen. Immerhin, die Suche lohnt. Mit Immobilien lässt sich wieder Geld verdienen. 230.000 Menschen leben hier im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Noch immer stehen viele Häuser leer. Es fehlen Arbeitsplätze und Infrastruktur. Doch die Randlage wird immer mehr zum Vorteil.
Die polnische Stadt Stettin ist nur 20 Kilometer entfernt. Die Metropole boomt und das Wohnen hier wird immer teurer. Das merkt auch Rafał Maluida. Er arbeitet als Anwalt und hat sein Büro in einem der neu entstandenen Businesszentren. Beruflich profitiert er vom Aufschwung der Stadt. Doch privat träumen er und seine Frau Marta von einem eigenen Haus mit Garten. Die beiden haben drei kleine Kinder und wohnen im Moment in einer 85 Quadratmeter Wohnung mitten in der Stadt. Ihre Söhne Nikodem, Timon und Mikuai sollen lieber auf dem Land aufwachsen und draußen spielen können, sagen sie. Deshalb haben sie ein Grundstück gekauft. In Deutschland. Diese Wohnung ist für uns ein bisschen zu klein. Deswegen haben wir uns entschieden, ein Haus zu bauen. Und sowieso leben wir an der Grenze. Haben wir viele Kontakte. Ich habe auch Kunden aus Deutschland. Und für uns das ist ganz normal, dass wir leben sozusagen auf beider Seite der Grenze. Ihr Grundstück liegt in Löcknitz. In 8 Monaten wollen sie umziehen. Marta Maluida ist Zahnärztin in Stettin. Sie ist hier geboren und aufgewachsen. Der Umzug nach Deutschland, für sie ein großer Schritt. Ich habe Angst, weil Löcknitz ist nicht Stadt. Und es ist viel kleiner als Stettin. Und ich weiß nicht, ob die Leute würden zufrieden sein. Ja, dass wir leben neben. Polen ist seit 2004 EU-Mitglied und 2007 dem Schengener Abkommen beigetreten. Das bedeutet für die Einwohner beider Länder die freie Wahl von Arbeits- und Wohnsitz. Auf der deutschen Seite sahen das viele skeptisch. Jeder Fünfte aus der Region wählte bei der Landtagswahl 2011 NPD. Doch mit den Polen kam auch Bewegung in die Region. Die Bevölkerungszahl steigt wieder. 10% der Einwohner kommen heute aus Polen. So langsam gewöhnen sich die Löcknitzer an die neuen Nachbarn. Ja, was soll man sagen? Man muss mitleben. Ne? Man muss damit leben. Ne? Das ist eben so. Ne? Und ist auch nicht so verkehrt, ne? Wenn man so sieht. Hier, das funktioniert ja alles nicht. Hier sind ja auch meistens Leute, die sind ja alle friedlich und man kommt mit aus, ne? Wollen wir so sagen, ne? Ich sag immer, wenn der Fuchs im Hühnerstall wohnt, da klaut er nichts. Und so war das in Bismarck und so war das hier auch. Ne? Ist das hier auch. Also es ist ruhiger drin geworden. Man hört immer von Einbrüchen hier in Löcknitz, aber bei uns ist es ruhig. Das ist doch gut. Und solange sie alle vernünftig sind, habe ich nichts dagegen. Ich komme aus mit den Leuten. Auch Familie Maluida hofft, dass sie gut auskommen mit ihren neuen Nachbarn. Die Bodenplatte des neuen Hauses liegt schon. Die Eltern von 3 kleinen Kindern hoffen, dass sie hier schnell heimisch werden. Auch nebenan wird gebaut. Ich kenne nicht jetzt viele Nachbarn und ich weiß nicht, ob das klappt. Ist eine gute Idee, zu leben in kleiner Stadt oder Dorf. Ja. Mal sehen. Das sind die neuen Nachbarn. Ohne Dach. Ach so, 2 volle Etagen, ja. So Stadtvilla. Ja. Andrea Wendt und Dave Kujat sind auch junge Eltern und wollen raus aufs Land. Mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede. Und deine Tochter? Tabea. Was? Tabea. Tabea, genau. Genau. Wir sind ursprünglich von hier, wohnen aber in Berlin und wollen halt auf lange Sicht also wieder hierher ziehen, auch aufgrund unserer Tochter. Weil, ich sag mal, wenn man hier aufgewachsen ist, dann möchte man halt auch gerne wieder zurück. Ist halt Heimat, ist Familie, ist halt Lebensstandard, ist halt schöner als in der Großstadt. Es ist November.
Im Juni wollen die Maluidas in ihr neues Haus ziehen. Die Kinder sollen spätestens im Sommer in Deutschland in die Schule und Kita gehen. Agnieszka Horn hat einen neuen Auftrag bekommen. Sie soll das Haus eines Kunden verkaufen, der die Gegend sehr kurzfristig verlassen hat. Ein neues, altes Haus zum ersten Mal zu betreten, ist immer noch ein spannender Moment. Ja, da weiß man eigentlich auch stellenweise auch nicht, was mich drin erwartet. Was auch irgendwo vielleicht legen können. Wir haben auch schon manchmal schon tote Katze rausgeräumt und tote Mäuse und sowas ist normal bei Häusern manchmal, die leer stehen. Aber so hier bei der Familie glaube ich das nicht, weil das Haus steht nicht lange leer. Also oft sagen so, wenn Häuser, die dann mehr 10 Jahre drin leer stehen, das kann schon alles vorkommen. Schön bei den alten Häusern ist immer schön kühl. So richtig leer ist das Haus gar nicht. Der Kunde hat ihr die Schlüssel per Post zugeschickt und viele Möbel zunächst hier gelassen. Ja, er hat gesagt, dass er nämlich Teil des Möbliars wird er mitnehmen, aber Rest wieder lassen. Weil das sowieso dann nicht schafft zu transportieren und der Transport ist auch nicht gerade günstig. Kinderzimmer, so wie es aussieht. Ein Durchgangszimmer, ein bisschen unpraktisch für eine Familie mit Kindern. Warum sieht hier alles so aus, als würden die Bewohner gleich zurückkommen? Die Maklerin hat schon viel erlebt. Sagen Sie, man kann alles planen und das Leben nicht. Weil der Herr zum Beispiel hatte hier vor Ort mal Arbeit gehabt. Und nämlich als Bäckermeister hatte mich Barista das Angebot gekriegt im Westen Teil des Deutschlands. Und das ist natürlich dem Geld hinterher gleich da schnell umgezogen. Hier ist irgendwo was ausgelaufen. Müssen wir kurz zum Auto. Seit die Polen vermehrt nach Deutschland ziehen, verkauft Agnieszka rund 15% mehr Häuser als vorher. Trotzdem muss sie die Immobilien gut präsentieren. Immer noch ist das Angebot größer als die Nachfrage. Wenn man in einem Haus, wo unangenehme Gerüche sind, dann verkauft sich das auch nicht gerade prickelnd. Der Vorbesitzer hat einiges erneuert. Aber in welchem Zustand ist das Haus wirklich? Ja, schon gepfuscht. Schon gepfuscht. Zwischen 85.000 und 90.000 Euro sollte sich ein Käufer für das Haus finden. Und ist das jetzt schon gut oder wie ist so die? Das ist schon gut, sagen Sie für die Region. Viele Häuser hier kosten weniger als 50.000 Euro. Im nahegelegenen Stettin bekäme man dafür noch nicht einmal eine Dreizimmerwohnung. Auch das macht die Gegend attraktiv für die Polen. Inzwischen ist es Frühling. Bei Familie Maluida geht der Hausbau nicht so schnell voran wie gehofft. Trotzdem gehen Rafals Kinder schon in die deutsche Kita. Dieser Kindergarten in Löcknitz ist erst vor ein paar Jahren neu eröffnet worden, weil der alte zu klein wurde. Es ist jetzt der größte Kindergarten im ganzen Landkreis. Aber auch er ist schon an der Kapazitätsgrenze. Sohn Timon hatte Glück und hat einen Platz bekommen. Wir vorbereiten uns, dass wir hier umziehen werden. Wir hoffen, dass gegen September, Oktober, spätestens November, Dezember, mal sehen. Und das Bau ist schon im Gang und wir denken, dass es wäre schön, dass die Kinder schon sich hier angewöhnen. Das ist besser für die Jungs. Der Älteste, Nikodem, geht inzwischen auch schon hier in die Grundschule. Rafal will sich und seine Familie möglichst schnell ins Dorfleben integrieren. Hallo. Löcknitz Bürgermeister Detlef Ebert ist auf Baustellenbesichtigung. In Löcknitz wird gerade, direkt neben dem Kindergarten, auch eine neue Grundschule gebaut. Die alte ist zu klein für die vielen Schülerinnen und Schüler.
Ja, das ist der große Flur. Da ist der Spiegelverkehr. Hier sind dann die Toiletten. Jungen und Mädchen natürlich. 4,2 Millionen Euro kostet die neue Schule. Den Großteil der Kosten trägt das Land. In Löcknitz gibt es knapp 260 Grundschüler. Fast die Hälfte davon sind gebürtige Polen. Tendenz steigend. So, an der Schule gehören natürlich auch Lehrer. Die kriegen hier natürlich ein Lehrerzimmer mit einer Pausenküche, Sekretariat. In dem kleinen Ort Löcknitz gehen inzwischen 1000 Kinder und Jugendliche zur Schule. Das deutsch-polnische Gymnasium ist seit 2004 Europaschule. Das früher von Abwanderung gezeichnete Löcknitz hat sich zu einem regionalen Zentrum entwickelt. Sie sind da ja schon ziemlich stolz drauf, oder? Ja, doch. Doch, das kann ich sagen. Doch, bewusst, sage ich mal. Also wie gesagt, so ein Ort, der ein Drittel an Schüler zu verzeichnen hat, glaube ich, gibt es in ganz Deutschland nicht. Und ich denke mal, die Gemeinde kann da wirklich stolz drauf sein. Wir haben Zuwachsraten und wir haben, wie gesagt, wir haben auch 320 Kinder, die nicht zur Schule gehen. Wir haben zwei Kindergärten, das war vor Jahren nicht so. Wir hatten einen und ja, da hatte man uns ja ein bisschen belächelt und hat gesagt, na, was baut ihr hier so einen großen Kindergarten, der ja gleich in der Nachbarschaft der neuen Grundschule ist. Ja, und heutzutage reicht er nicht mehr aus. Ohne die neuen Nachbarn aus Polen wäre das undenkbar. Der Ort profitiert. Doch Bürgermeister Ebert weiß noch, was los war, als die ersten Polen nach Löcknitz zogen. Na, Ausländer raus, also die berühmten Parolen hatten sie hier. Und sie hatten ja auch hier, also in Löcknitz sogar, die NPD Platz 1 beim Landtagswahlkampf gehabt hier. Und sie hatten stellenweise bei Kommunalwahlen, was so jetzt für einen Kreistag war, über 20% gehabt. Das war 2009. Und ja, damit hatten wir ganz schön zu kämpfen. Ne? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hat sich wirklich alles geregelt. Die NPD spielt inzwischen im Landtag keine Rolle mehr. Hat allerdings immer noch zwei Sitze im Gemeinderat von Löcknitz. Die AfD bekam hier bei den letzten Landtagswahlen über 25% der Stimmen. Im Neubaugebiet am Ortsrand. Rafal Maluida hat seine ganz eigenen Probleme mit der Integration in Deutschland. Es ist Mai und von seinem Haus steht immer noch erst der Erdgeschossrohbau. Eigentlich wollte die Familie im nächsten Monat umziehen, um endlich richtig im Gemeindeleben anzukommen. Doch seit Wochen ist hier nichts passiert. Rafal hat seiner Baufirma inzwischen gekündigt. Das wird wohl einige Monate Verzögerung bedeuten. Das Grundstück in Löcknitz war zwar viel günstiger als in Polen, aber der ganze Bauprozess sei teurer, sagt Rafal. Wir müssen eine neue Firma einstellen, aber das ist, glaube ich, normal. Aber das dauert. Ja. Unsere Pläne sind ein bisschen verschoben. Wir dachten oder wir geplant haben, dass bis jetzt sollten wir schon Dach haben und vielleicht Fenster einschließen, aber dann müssen wir noch abwarten. Rafal hofft, dass die neue Firma schnell vorankommt und sie im Herbst einziehen können. Zurzeit bringen er und seine Frau ihre Kinder jeden Morgen von Stettin nach Löcknitz in Schule und Kita. Auch Maklerin Agnieszka Horn ist wieder unterwegs. Seit 18 Jahren lebt die gebürtige Polin in Deutschland. Vor 7 Jahren ist sie in das Immobiliengeschäft ihres Mannes mit eingestiegen. Detlef Horn begleitet sie heute. Sie haben einen besonderen Termin bei Lieblingskunden. Na dann guck mal, ob sie kommen. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Hallo. Hallo. Na? Was ist denn das hier? Hey, das ist die. Ferienfarbe oder was? Okay, dann. Und er staubt. Familie Gadkiewicz ist schon seit 2011 in Deutschland. Sie waren eine der ersten polnischen Familien, denen die Makler ein Haus vermittelt haben. Die Verbindung ist bis heute geblieben. Bei Oma. Hm.
Was machst du dann in der Schule für Fremdsprachen? Was machst du da? Ich weiß nicht. Na, Deutsch und Polnisch. Na, Englisch. Englisch noch, ne? Englisch? Die Familie hat zwei Kinder. Sohn Olivier ist hier aufgewachsen. Sie haben so bei den deutschen Klienten sich eine selten meinen Kaffee. Das ist meistens so, dass nach der Hausübergabe, nach dem Notarvertrag, ist eigentlich meistens so der Kontakt beendet. Und so bei den polnischen Familien, das zieht sich dann über die Jahre, aber das ist auch nicht mehr so arbeiten, das ist mehr so diese freundschaftliche Verhältnisse, wo man sich ab und zu mal trifft und mal sieht, wie die Kinder mal gewachsen sind. Das ist eben komplett anderes Arbeiten. Ihr hattet noch was wegen Vermessung? Wir sollten ja noch mal vorbeikommen. Weil was die Makler greifen den polnischen Familien immer wieder unter die Arme, wenn sie Fragen oder Probleme haben. Am Anfang haben die Gadziewiczs noch in Polen gearbeitet. Inzwischen haben sie sich in Deutschland ein eigenes Geschäft aufgebaut. Sie betreiben eine kleine Pension in Löcknitz. Wir haben zwei Kinder und ich denke, es ist gut, wenn die Kinder haben viele Sprachen. Und jetzt die Kinder haben, meine Tochter vielleicht, spricht Deutsch, Polnisch, lernt Englisch und Französisch. Und in Zukunft, ich denke, sie kann gute Arbeit haben mit vier oder noch mehr Sprachen. Die Ausbildung in Deutschland hat bei vielen Polen einen guten Ruf. Ja. Dann, muss ich mich jetzt abholen. Dann haben sie ihr eigenes Bienenvolk da hinten in Hansen Beach Bienenhaus gebaut neu. Auch Rafal und Marta Maluida wünschen sich, dass ihre Kinder mehrsprachig aufwachsen. René und Michaela Kupper nehmen sie heute mit zum Sommerfest der Naturranger in Löcknitz. Ihre Söhne Nico und Nikodem gehen gemeinsam zur Schule. Die Familien haben sich angefreundet. Wie die am besten Hausaufgaben machen. Aber was wiederum auch wieder schön ist bei uns, sagtest du ja auch, dass bei uns die Hortbetreuung ist, ne? Was ihr in Stettin, wo du sagst, es nicht habt. Wenn wir uns so, wie wir uns gut verstehen, ist das schon ganz gut. Weil es sind ja auch welche, man kann ja auch viel gegenseitig voneinander lernen. Ne? Weil wir, ich zum Beispiel, oder wir fahren gerne mal nach Stettin rüber, aber das ist für uns eben schwierig, uns irgendwo das so richtig hinzukriegen, weil wir eben die Sprache nicht beherrschen. Dann kann ich eben bei Raphael auch mal anrufen und sagen, wir wollen mal da und da hin. Kannst du uns mal kurz erklären? Oder so, dass man sich gegenseitig auch da irgendwo unterstützt. Und wenn Raphael hier irgendwo her will, dass wir dann sagen, gut, dann können wir ihm da zeigen oder erklären, wie was ist. Ne? Sodass es uns eigentlich ganz gut passt. Ne? Mhm. Zwar ist ihr Haus noch nicht fertig, doch ihr Leben spielt sich mehr und mehr in Deutschland ab. Es ist viel besser. Ich habe mehr Kollegen und Kolleginnen und ich kenne die Leute und Löcknitz auch besser. Ich fühle mich und ich warte auf unser Haus. Auch den Kindern, allen voran Nikodem, gefällt es. Er ist in den Löcknitzer Fußballverein eingetreten. Am nächsten Samstag steht ein wichtiges Punktspiel gegen Torgelow an. Zweite und neben unten das dritte. Und dann sieht das auch insgesamt hier recht gut aus, ne? Ja, okay. Gut, wow, dann machen wir das so. Okay, los, komm, starten wir. Das Makler-Ehepaar Horn muss mal wieder Schaufensterbilder in ihrem Büro in Löcknitz wechseln. Das einmal raus und wir würden das als neues reinnehmen. Genau. Das hier. Um die 70 Häuser verkaufen sie pro Jahr. 15% davon an Polen. 8.10. war das, ne? Genau. 11 Uhr. Die großen Provisionssummen gibt es eher woanders, denn die Verkaufspreise sind niedrig. Der Zuzug der Polen trotzdem ein Gewinn. Es werden hier viele Arbeitsplätze gesichert durch die polnischen Leute. Ne? Die gehen hier einkaufen, die bezahlen hier ihren Strom, die bezahlen hier das Wasser. Wir werden bezahlt, wenn wir ein Haus verkaufen. Aber selbst die Notare werden bezahlt von polnischen Bürgern, wenn sie den Notarvertrag machen. Viele polnische Bürger haben sich auch schon mit den deutschen Nachbarn, wechseln sie schon aus. Da habe ich letztens mal einen Post gesehen. Du, meine Nachbarin bringt mir regelmäßig mal Eier. Oder die Kleinen, wenn die dann draußen im Garten spielen, kriegen die von ihr Kekse oder Kuchen, wenn sie mal selbst gebacken hatte. Die Kommunikation trotzdem, dass eigentlich, dass sie noch nicht richtig fließend Deutsch sprechen, die entsteht dann schon langsam. Über 120 Häuser haben die Horns schon an polnische Interessenten vermittelt.
und die Nachfrage ist ungebrochen. Das Angebot immer noch groß. Heute spielt die F-Jugend des VfB Pommern-Löcknitz gegen den TSV Greif aus Torgelow. Rafal und Martha sind auch gekommen, denn ihr Sohn Nikodem gehört inzwischen zur Mannschaft. Trainer Matthias Limp ist froh über die frischen Nachwuchstalente aus dem Nachbarland. Und jetzt geht er ab. Jawohl. 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 Sehr schön. Und jetzt. Sehr schön. Mach weiter, Jungs, mach weiter. Genau so spielen wir weiter. Genau so. Also dann würden hier bloß 50% der Kinder auf dem Platz stehen. Also 50% locker machen diese polnischen Spieler aus bei uns. Ne? Das ist so, ist auch gut so, ne? Weil wir wohnen ja hier, wir gehen zusammen zur Schule. Wir essen zusammen, wir trinken zusammen, spielen wir auch zusammen Fußball. Ne? Zur Halbzeit führt Löcknitz 1:0. Doch plötzlich gibt es ein Problem mit der Mannschaftsaufstellung. Rafa, wir müssen einmal übersetzen. Rafa, kommst du einmal übersetzen? Er möchte nicht spielen. Er möchte gar nicht spielen? Nicht ins Tor? Er möchte nicht ins Tor spielen. Trainer Matthias Limp muss umplanen. Oleg soll nun ins Tor. Okay. Der zweite Torwart fällt auch aus. Ja. Ein Torwart, zwei Torwart. Nikodem? Nikodem, kommst du bitte mal? Plan A, Plan B, Plan C. Jungs, zuhören. Wir stellen um von Vierer auf Dreierkette jetzt. Taktik ist immer noch die gleiche. Ein Tor mehr schießen, wenn wir eins kriegen. Welch Sieger? Auch Rafal wird sich in Zukunft in den Verein einbringen. Nicht nur als Vater von Nikodem und Timon, sondern auch als Trainer. Ich selbst bin kein Fußballfan und ich spielte Basketball früher. Aber Matthias einmal hat mir gefragt, ob ich Bambinis trainieren möchte und da die Trainer suchen. Und mir das ist in Ordnung, da beim Bambinis-Training, es geht um Bewegung und solche Dinge, nicht um ein fortgeschrittenes Fußballtraining. Aber sonst, Timon ist bei Bambinis. Also sowieso komme ich zum Training und ich bin hier, also ich musste mich mehr vorbereiten. Super! Bis zum Umzug wird es noch ein paar Monate dauern. Aber Rafal, Martha und ihre Kinder sind inzwischen im Dorfleben angekommen. So hatten sie es sich gewünscht. Gut, aufpassen! In die Mitte kommt er! Von den Langkampf! Jawohl, los, gut! Gut, weiter! Weiter geht's! Wird ja immer viel gesprochen, Integration. Und das ist unser Beitrag zur Integration. Wir können wirklich sagen, wir hier spielen mit den polnischen Kindern Fußball. Wir machen ganz viele andere Sachen mit denen. Jetzt schießen wir gleich ein Tor. Oh, schade. Schade, das wäre fast das 2-0. Ja, für den Verein ist es sehr gut. Ne? Die Eltern lernen sich kennen, viele Unternehmer, Kinder von Eltern, die hier Geschäfte aufbauen, Häuser bauen. Ne? Also es ist schon gut. Neues Leben in alten Dörfern. Europa wächst zusammen. Mann, Jungs. Heute wart ihr richtig die roten Teufel. 2:2.